Mann, war die letzte Runde spannend. Da ging es hin und her. Dann ging das Base Race los. Im entscheidenden Teamkampf machte Darkseer den Search aufs falsche Target im Stress. Hab den Darkseer natürlich reported, aber dadurch ein Draw. Aber wir machen trotzdem weiter mit der Green Machine. Und gucken mal. Das war spannend. Wir sind Zeitdruck in dem Game. Ich brauche ein bisschen mehr Ruhe. Ich sitze hier mit meinem Schal, ja. Und hab einen Stress. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich hoffe, ihr habt auch genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Spielen. Treant gegen Legion Commander, was ist das denn? Okay, one attack before the phase. Der 10 kriegt 8 Schaden. Willst du mich verarschen? 6, 2, 5. Ging alle schon voll auf die Nase. 3 diese Runde. Das heißt, ich müsste das so machen, um die schnell raus. Ich baue das mal schnell relativ. 6, 5. 15 seconds remaining. The forest endures and grows. Das ist wie so ein Mana Acceleration Deck, wie beim Druiden, beim Hearthstone. Aua! Kann ich trotzdem nichts machen. Aua! Who knows how long this battle will last? I need to be ready. Schnauze. Da habe ich gleich auch 3 Mana. Könnte ich das machen und das und mir Mana geben und die Lane richtig aufpumpen. Wish Belisana could see this. Was macht er denn hier die ganze Zeit? Burning Oil, er ist schon zweimal Burning Oil jetzt, rechts und links. Ja, ist ja gut. Du bist ganz toll. Jetzt fuck the fuck off. Their destruction draws closer. Ich glaube, es hackt. Der hat 5. Könnte. Entweder Smeevil plus 2 Mana, dann hätten die 5. Ein Armor würde noch 5 HP. Seconds remaining. 2 Attack, in dem Knie will ich es eh nicht ausspielen. A gift from House Ambry. Was hat den Thunderhide relativ früh rausbekommen? Kriegt er wenigstens noch eine Rüstung? Na, immerhin überlebt er mehrere Runden, das ist doch ganz gut. Ein Gold, er kriegt 6 Gold, die Sau. Kann sich jetzt schon Shit kaufen. Sechs Damage. Kann ich hier keine Karten und das. Aber ich wollte nicht, dass mir die Draw hier gleich zerlegt wird. Mit dem Retaliate auch. Die linke Lane sieht schon scheiße aus, Kinders.
Die linke Lane sieht jetzt schon scheiße aus. Herzlichen Glückwunsch. Was haben wir hier? Jetzt eigentlich dran? Ist er mit der Initiative irgendwie? Macht er jetzt schon Sachen? Das ist ein bisschen komisch. Ich glaube ja. Silence. Die sterben. Ich verliere zwei Lanes. Das ist nicht gut. Wer hätte es gedacht? Zwei Lanes finden es gar nicht so gut. Wolves, to me. Ach, der stirbt von dem Cleave. Fuck. Das war nicht gut. Ich schmeiß ihn weg. Der stirbt immerhin auch. Was nicht so schlecht ist, aber der stirbt. Am Cleave kriegt zu viel Schaden. Naja. Best in the hands of a war chief. Ist da kein Quatsch mehr passiert? Aber dann kill ich den jetzt wenigstens auch danach noch. Kann er noch einmal Search nutzen. Kann auch einen nachher wegsurgen. HP noch 2, noch 7. Das ist nicht schlecht, der Rebel Decoy. Der stirbt, der bekommt das, okay. 7 Mana, 5 Mana, 5 Mana. No army is the Legion's match. Ist eh gestunt. Ach, das gestunt, deswegen kann ich auch nicht mehr spielen. Fuck you. Ich wollte den Rebel Decoy spielen. Furnace.
13 HP noch. Vielleicht kann ich den aus der Gefahrenzone rausholen da. Werden duellieren? Gute Idee. What the fuck? Was war das denn? Bei Baden duellieren ist eine scheiß Idee. What the fuck? Hey! So, ich swap den Rebel Decoy hier rein. I'll give my life for the rebellion. Jetzt kommen die fetten Playskinners. Hey, over here. Jetzt kommen die Big Plays. Stimmt irgendwann. Dann den search ich weg, dann stirbt der, das ist okay. Was ist denn hier los? Was hast du für eine Karte, die er gespielt hat? Red Hero 8 Attack and 8 Armor. Dem hier voll aufgepumpt. Den search ich die Draw einfach weg. Achso, ich bin dran. Der Thunderhide Alpha braucht eine Weile. Oh, minus 16, das haben wir, okay. Die Lenk kriegt halt auf die Nase, das können wir uns kaufen. Mit 8, 2 Attack, Unit. Equip your 2 Attack. 15 seconds remaining. Lycan. 10 HP, 9 Vitality. Ich glaube, die linke Lane lassen wir einfach. Nichts machen. Ja, da guckt er ein bisschen gestresst. Das ist alles okay. Den Tower brauchen wir nicht, Baby. Den Tower brauchen wir nicht, Baby! Hi, Huxley. Moin. Ein Loyal Beast macht das. I bring wisdom and power. Gefällt mir ein bisschen nicht hier, dass die so auf die Nase bekommen.
Der killt in der nächsten Runde. Das killt halt noch nicht. Dass der auch ganz links steht, leider. Jetzt gibt es nur an der Stelle weiter. This will get me through the battle. I don't think so. This will get me through the battle. I don't think so. Kann man den Faceboot jetzt noch mit ihm swappen, wenn er möchte. Überlebt er wenigstens. Weil er die Faceboots nicht genutzt. Ready for war. Hä, warum kann ich jetzt nicht spielen? Achso, ich bin nicht dran, ich dachte gerade. Der ist ja noch nicht tot. Muss ja noch was gehen. Kann ich den Thunderhalt jetzt hier ausspielen? Nehme ich den Centaur raus. I counter all attacks. After you play red card, gives the hero and his aid neighbors plus one. Ah, ist alles knapp. Der Tower fällt. Der Tower fällt. Und der wird gleich. Es wird spannend. 14. Was ist denn Siege nochmal? Wenn Block to the enemy tower. Oh, das könnte sehr gut sein. Das könnten wir das Spiel gewinnen. 15 seconds remaining. ...15, die Lane knicken wir. Geh darüber. Yes. Das wird was. Kinders, das wird was. Das wird's. Ja, mach du mal. Vor allem greifen die alle den an, das wird eh nichts sauber. Das wird was! Hoffe ich mal. Schauen wir mal. Schauen wir mal! Ultragold freut sich über diese unschuldige und erwartungsvolle Freude. Ja, der Creep tankt richtig was weg. Bam! Aber, der arme Creep, der Tower tankt richtig was weg. Da brauche ich mich eigentlich um nichts kümmern. Ein Mana. Ancient Exposed. Minus 6, aber ich habe hier den Red Mist Maul mit Siege Damage. Das ist nämlich das Shit. Was ist jetzt los? Oh, Ravage. Wir beide gesandt! Das Schwein! Ich darf hier trotzdem jetzt den, aber trotzdem, das Schwein! Also nicht gesagt, ich kann auch die Karte nicht spielen. Ich kann gar nichts machen. Der miese Fucker kauft sich die Zeit. Egal, der Tower fällt. Es geht alles. Alles noch gut.
Das scheiß Ravage verhindert hier den Tower, hier den Tier 1 verteidigen. Das Schwein. Kommt der reingeblinkt mit dem Ravage. Ich glaube, es hackt. Hat der Druid kein BKB oder was ist hier los? Nee, das bringt ja auch nichts mehr. Fuck the fuck off, dude. Jetzt gib halt endlich auf. Das war's, Pipega. Du siehst halt einfach ein. Natürlich nicht, was denn für ein Quatsch. Ich muss mal echt die Helden besser kennen, dass ich immer genau weiß. So. Keinen Schaden zu bekommen? Ach, der gestunt ist, das Schwein. Jetzt hör halt auf! Ist vorbei! Stupid! Das scheiß Ravage! Drei Gold, ne? Da habe ich jetzt gleich 9 Mana, oder? Oder ist das jetzt schon der neue Mana-Stand? Ich will ja trotzdem hier was spielen. Ich konnte rechts nicht in Alpha spielen, weil der gestunt war, der Treant, weil gerade gefragt wird. Und dann kannst du nichts. Wenn der Held gestunt ist, ist er, als wäre er nicht da im Sinne von Spielen. Ich brauche nicht die Mitte überrennen, ich brauche nur noch einen zweiten Tower. Und zwar den rechten. Cheating Death, Selfish Cleric, Heal Tower, der 16. I like. Wie fährt der? 7 HP. I will protect you. Yes! Das gibt auch so Effekte, die an einen Hearthstone erinnern. Gibt's auch den Helden heilen. Yes, Baby, der Tower lebt noch. Da kommt, da haben wir hier schön Living Armor gecastet auf den Tower. Mehr oder weniger so. Um im Dota-Jargon zu bleiben. Every day I grow stronger. Okay. Jetzt hat er nochmal den gebufft. Das war's, jetzt kann ich nichts machen. I'll be an example to my men. Da habe ich 10 Mana. Der hat eine Chance zu überleben. Mach mal eher ich. I will not lose this battle. Fully heal Selfish Cleric. Hm.
Und in der Midlane haben wir eine ordentliche Wave am Pushen. Wir werden Drow und Lycan mit Creeps. Eigentlich. Das geht schnell down. Man kann das auf sich selber anwenden eigentlich. Hätte den auch überschieben können, ne? Übrigens, den links, ja. Das hätte ich machen können. Mit Surge. Aber der hat auch was getankt hier. Das fand ich eigentlich zu dem Zeitpunkt ganz gut. Wurscht. This battle is almost over. Komisch, dass ich nicht selber searchen kann. Frechheit. Naja, muss ja auch ein bisschen balancen. Das Spiel sieht aber gut aus. Eine 50-50 Chance zu überleben. Neumana, Red Mist, okay. Thunderhide Pack. Thank you. Was hat der jetzt gemacht? Ich verstehe es mal doppelt nicht. Er hat 4. Warum hat er nicht einfach 2 Effekte? Warum modifiziert er sich selber nochmal? Wird er jede Runde besser? Wird er jede Runde 6? 8? Das verstehe ich halt nicht ganz. Das muss ich nochmal. Das Modify irritiert mich immer total. Jetzt habe ich hier noch den. 5 Siege. Wer ist das hier? Der Beastmaster, der wird völlig zerfetzt. Was hat er jetzt gespielt? Aufgegeben! Victory! Das heißt, das Modify schon, dass jede Runde besser wird, die Karte, oder? Muss ich jetzt nochmal angucken. Nice. GG, Winstreak Martin am Start. So, jetzt. Ich suche mal eben nach der Karte, dass wir jetzt nochmal ein bisschen auseinanderschlüsseln. Stonehall Cloak zum Beispiel. Nein, wollte ich nicht kaufen. Ich muss es mir angucken. Equipped Hero has 4 HP. Und dann wird Modify, when an effect modifies another card, it applies a permanent buff or debuff to the target. Equipped Hero has 2 health of the combat phase. Das heißt, dann danach hat er 6, 8, also kriegt jede Runde 2 dazu, ne? Das ist schon richtig. Nach der Combat Phase kriegt er, dann hat er 6, dann 8, dann 10 und so weiter. Yes, yes, yes. Winstreak. Und natürlich suchen wir das nächste Match, weil die Winstreak muss weitergehen.